Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. So, ich hole mir mal kurz irgendwie. Er meinte ja, uns angreifen zu müssen. Sorry, dass es so war. Jetzt gerade irgendwie war das nicht der Plan. Aber Hauptsache, ich habe die Jungs verloren. Blöd. Doof gelaufen. Dieses Reifenfetzen? Ja, ich habe mal nur, ne? Ja, von dem Fahrzeug, von dem DOP-Fahrzeug. Oh, da ist noch was. Sorry. So. Okay. Gut, dann machen wir heute weiter. Mit dem nächsten Teil hier. Wir werden uns heute mit Powermount oder ab heute mit Powermount beschäftigen. Und werden da mal ein bisschen für Ruhe und Frieden sorgen. Ja, vielen Dank. So. Wir wollen ja Powermount heute ein bisschen sicherer machen. Wir haben schon drei Gebiete fertig. In der letzten Folge haben wir ja die Gebiete Nummer 2 gemacht. Und heute möchte ich mir das nächste Gebiet holen. Hier ist ein Checkpoint. Guck, wie die direkt aufmucken, die Idioten. Wo bist du denn? Hallo. Da bist du. So, den Checkpoint nehmen wir mal auseinander. So, die Jungs da, die da drin sind, befreien wir. Oh, ich bin ein Held. Ja, vielen Dank. Den Checkpoint haben wir besiegt. Dann haben wir... Okay, die sind ja... Gut. Dann fangen wir hier mit den Kameras an. Ich weiß noch nicht, aber wir tatsächlich schon die DOP-Einheiten wegkriegen. Wow, wir haben ein bisschen was zu tun. Hier unten ist scheinbar das Megagebiet zu sein, um also mein Ziel ist es jetzt erstmal, diese zwei Gebiete hier zu holen. Dass wir dann den Teil hier schon mal weg haben. Wie gesagt, drei Gebiete haben wir ja schon. Und das ist jetzt das nächste. Dann haben wir das Gebiet, dann haben wir zumindest arbeiten wir uns weiter ins Landesinnere vor, also beziehungsweise Stadtinnere vor. Dann fehlen uns nämlich nur noch zwei Gebiete. Also es fehlen uns noch vier Gebiete hier in der Ecke. Dann haben wir die erste Insel weg. Oder den ersten Teil dieser Stadt weg. Und dann wird es hier unten, weil da geht das sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebiete. Also uns fehlen insgesamt noch 10 Gebiete. Und dann ist die Stadt wieder, ja, normal. Wobei ich dann vermute, dass wir tatsächlich erst den, dann wirklich den finalen Kampf gegen Augustin holen, kriegen erst. Aber... Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal nach und nach die Einheiten hier klein. Ich hoffe, dass ich diesen Marktplatz habe. Dann habe ich nämlich die Stadt soweit erstmal wieder runter, dass ich die ganzen Nebenmissionen habe. Ich muss diese komplette Einheit erstmal wegkriegen. Diese mobile Kommandoeinheit. Wisst ihr? Das, was wir eigentlich in den letzten Folgen auch wieder gemacht haben. Es läuft immer nach demselben Grundprinzip ab. Also wie gesagt, man muss erstmal die ganzen Kommandozentralen zu Kleinholz mal arbeiten. Und dann kann man Step by Step erst die Stadt wieder, oder wieder das Viertel, oder das Viertelgebiet, wie auch immer, den Stadtteil. Diesen Stadtteil hier wieder auf Vordermann bringen. Hallo. Du möchtest nicht? Umso wichtiger. Weniger Munition ich verballere, umso besser ist es.
So, irgendwie wollte ich jetzt gerade noch was anderes tun, nämlich erstmal diesen Generator. Habe ich den schon? Habe ich schon zerschossen. Okay. Besiegt. So, ich mache das jetzt soweit. Eieiei. So. Spanne. Richtig. Ich will jetzt natürlich nach und nach die beiden Kameras hier wegkriegen. Drei Schläge braucht der Kollege und dann ist er down. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der ist jetzt. Ich bin. So, Kamera zerstört. Die wissen jetzt erstmal nicht mehr, wo wir sind. Ich habe mich übrigens verdrückt in der Taste. Ich wollte eigentlich nicht mit der Rakete drauf halten. Da ist noch einer. Du hast kein Problem. Erstmal wieder mit uns, Kollege. Ja. Mal runter da oben. Ja klar, wir laufen schon. Kapitulation abgelehnt. Die Jungs haben es nicht anders verdient. Nicht zwischen. Ja doch, aber dann haben sie es anders verdient. Aber. Scheiße, die haben wieder so einen dicken da dran. Der ist wichtiger. Scheiße. War mir klar. Nachdem ich einmal lag, kam ich nicht mehr hoch. Ich muss diese Dicken erstmal wegkriegen. Das war mir fast irgendwie durchaus klar. Dann muss ich jetzt wieder ein bisschen durcharbeiten. Ich muss die Dicken dazu kriegen, sich zu versteinern, und dann habe ich ihn. Scheiße.
Sind die eigentlich jetzt noch von dem gleichen Gebiet oder was? So, irgendwann ist aber auch mal gut, Kollege. So. Okay. Was wäre das jetzt für ein Gebiet? Ist das jetzt immer noch das gleiche? Ah, das ist hier oben. Okay, das ist gut. Das ist immer gut. Dann gehen wir den Check hier noch holen. Kommt, den hat's erledigt gerade. Ups. Das war keine Absicht. Ich war das ein bisschen anders geplant. Oh, Leck. Immer noch Conduit. So. Check abgearbeitet. Und die Jungs sind befreit. War was? Ja, das werden sie aber nicht. So, was mich gerade nicht für dir darf ich dich natürlich nicht. Doch, darf ich wohl. Das machen wir noch fertig. So, ich hab das sogar durch. Gleich viel schöner. So, ich habe Lohn kurz abgeschlossen. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier. Ich glaube, ich versuche mal von oben die Einheiten zu holen. Also ne, ihr wisst schon, was ich meine. Automatikgeschütz.
Ich schalte jetzt gerade nur die ganzen Automatikgeschütze mal aus schon. Also es fehlen hier nicht mehr so, fehlen nur noch, glaube ich, ein oder zwei fehlen noch. Ich hätte jetzt gedacht, ich krieg den jetzt. So, ich habe natürlich keine Möglichkeit, mich aufzuladen hier. Theoretisch wäre das da hinten. Oh yeah! I'm back, baby! Ah, der Dicke, der sucht natürlich klar nach uns. Welch eine Überraschung. Munitionskiste zerstört. Ich hab den einen erwischt auf jeden Fall. Naja. War mir fast klar. So, der ist tot. Ja, der will auf jeden Fall. Ich muss diesen Typen kriegen. Wo ist der Dicke? Da unten. Ich glaube, das ist eh nur noch der eine, ne? Fuck. Jetzt habe ich ihn. Das wird um einiges einfacher machen. Automatikgeschütz zerstört. Geschichte. Ja, wo muss noch eine Kamera? Da. Diese Typen sind ganz verrückt nach mir.
So, irgendwo muss jetzt noch ein... Nehmen wir das mit. Das Krasse ist, das nächste ist direkt daneben. So. So, einmal kurz komplett aufladen. Wie gesagt, man muss die Dicken eigentlich nur dazu bringen, sich zu versteinern. Wenn das Thema einmal erledigt ist. Dann hat sich das mit denen auch ziemlich... Naja, super. Eins, zwei, drei und Feierabend! So, Kommandozentrale erledigt. Und der größte Teil der Gefahr ist schon mal gegessen. So, ja, das gleiche Spielchen wie immer. Ich muss es jetzt nicht jedes Mal durchlesen. Die Nebenmissionen für Paramount sind verfügbar. Jetzt haben wir noch die ganzen Scherben mit. Auf die Uhr gerade. Ja, wir haben Feierabend. Soweit. So. Halt, nicht weglaufen. So, Kamera ist dann auch weg. 56%. Und vielleicht können wir dann in der nächsten Folge sogar schon... Geh weg. Geh mal weg da. Ich hab's von Anfang an gesagt, die soll weggehen und der geht da nicht weg. Ja, damit haben wir das hier mal schon gut gelöst. So, hier nehme ich mir den Rauch noch mit. Gut, theoretisch können wir da oben den Bosskampf starten. Das wäre dann Bosskampf Nummer... Oh, da ist noch einer. Alles zerstören, was hier rumliegt. Scheiß DOP. Wieder Kacke. Na, alles gut, ich töte keine Ziele. Ich töte keine Zivilisten. Gut. Dann machen wir Feierabend, Freunde. Wie weit haben wir denn mit, weil das Spiel durch? Immer noch, nur 23%. Also wir haben noch ein bisschen zu tun. Wobei, wir haben jetzt, glaube ich, sogar ein bisschen mehr, ne? Ich würde mal spontan sagen, wir mehr Prozent. 27%, ja. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Infamous. Sick. So.